Hallöchen, meine kleinen Revoluzzer-Freunde. Willkommen zurück zu Homefront. Wir sind beim Apartment. Und suchen jetzt erstmal ein paar Beweise. Okay, du bist drin. Jetzt wird's schwierig. Das Beweismaterial wird versteckt und weggesperrt sein. Du musst es finden und vernichten. Okay, finden und vernichten. Search and destroy. Das kann ich. Tagebucheintrag. Brief an Sunderland. Mr. Sunderland, ich schreibe aufgrund des gestrigen Vorfalls außerhalb meines Wohnblocks auf der Apex Ave. Als ich vom Rationsdepot nach Hause kam, sah ich Graffiti mit den Worten Scheiß KVA und Tod den Claps in der Gasse neben meinem Gebäude. Ich habe es einem Friedenswächter gemeldet und als ich diesen Morgen noch einmal nachsehen wollte, war das Graffiti weg. Ein Gefängnisarbeiter hat es wohl in der Nacht entfernt. Dieser Vorfall hat mich zutiefst entsetzt und ich habe Angst um mein Leben. Ich weiß, dass viele aufgrund unserer Begünstigungen verärgert sind, doch das ist das erste Mal, dass diese Leute direkt gehandelt haben. Ich glaube, dass die jüngsten Taten des Widerstands sie alle ermutigen. Wie Sie wissen, leben in diesem Gebäude auch andere Offiziere mittleren Rangs. Ich bitte Sie hiermit, als Abschreckung eine Überwachungskamera in der Gasse zu installieren. Ich bin mir sicher, dass das Budget es zulässt. Vielen Dank für Ihre Zeit, Mark. Jeder, der öffentliches Eigentum verunstaltet, wird verhaftet. Melden Sie jegliche kriminellen Aktivitäten den nächsten. Da unten ist ein Safe, das ist schon mal schön, aber. Brady, diese Beweise hätten gereicht, mich und den gesamten Widerstand auszulöschen. Hätte nie gedacht, dass er mich schon so lange beobachtet. Gut, dass wir rechtzeitig gehandelt haben. Brady, Sunderland beaufsichtigt den Innenhof, während er im Dienst ist. Es ist ein willenloser Versuch der Gemeinschaftsbindung, wenn man die Leute dazu zwingt, unter der Aufsicht von bewaffneten Wachen Getreide anzubauen. Zweifellos ein lächerlicher Versuch der KVA, uns persönliche Verantwortung für unsere Zukunft beizubringen. So, wie weit ist Hund? Alter. Das ist aber ganz schön weit. Das ist mega weit. So, jetzt muss ich erstmal wieder runter. So. Na dann. Alle Bürger aufgepasst. Kehren Sie ruhig und ordentlich in Ihre Häuser zurück. Ich bin eine vielbeschäftigte Person. Schauen wir doch mal nach oben. Über die Dächer geht's meistens am besten. Sie nur und machen sadistische Aussagen. Hier war ich schon mal. Oh. Nein! Super. Das hat's voll gebracht, verdammt. Oh nein. Ich Idiot. Oh, warte. Bombe. Scheiße, haben wir nicht. Bombe. Na, dann hindern wir mal die KVA daran. Ups. Keine Bewegung. Hände über den Kopf. So, das sollte erstmal für Ablenkung gesorgt haben. Bürger, entfernen Sie sich von der Straße. Ich wiederhole. Rettet den Bürger. Entfernen Sie sich von der Straße. Rettung! Los, bring den. Schau wieder! Ja. Sehr gut, Brady. Hilfe! So, Ben. Gute Arbeit, Brady. Handlungen wie diese bringen uns mehrere Aktivitäten in dieser Zone. Bitte bleiben Sie ruhig und helfen Sie Ihren. Jetzt hauen wir erstmal ab, aber richtig. Hui! Ach Mist, ich kann ja gar nicht auf die Karte zugreifen, wenn ich hier drin sitze. Der guckt jetzt aber nicht hier nach, oder? Nee. So, der Alarm ist vorbei, aber was macht der Dicke jetzt? Geht der? Bleibt der? Was macht der? Okay. Moinsen! Ah,
Nichts stoppt. Keine Zeit. So, weg mit dem Ding hier. Achtung, Bürger. Gesellschaftsfeindliches Verhalten wird nicht toleriert. Kehren Sie nach Hause zurück. So, ich muss mir dann irgendwo eine erhöhte Position oder so suchen. Augen verdammt nochmal runter. Bewegung. Du siehst nach Schwierigkeiten aus. Verschwinde. Dies ist ein Befehl der du Kamera. Siehst nach Schwierigkeiten aus. Hör zu, Brady. Du musst Sunderland identifizieren, damit du auch den richtigen Mann erwischst. Es dürfen uns keine Fehler unterlaufen. Mit der Kamera deines Handys kann ich es bestätigen. Vergiss nicht, Brady. Du kannst nicht einfach jeden Collaborator töten. Wir müssen den richtigen erwischen. Wenn du das vermasselst, sind wir beide dran. Ich gebe mir Mühe. So. Handykamera. V. Kamera. Soldat. Was ist denn mit ihm hier? Ein was ist das? Ein Schocksoldat. Wo ist er denn? Alle Bürger aufgepasst. Versammlungen auf öffentlichen Plätzen sind ein Verbrechen. Illegale Gruppen werden aufgelöst. Das neue Bewässerungssystem scheint zu funktionieren. Ich hoffe mal, der ist nicht irgendwo in dem Gebäude. Vielleicht sogar unter mir. Jeder Bürger, der beim Beschädigen öffentlichen Eigentums gesehen wird, kann sofort verhaftet werden. Da ist noch eine Kamera. Da unten ist was. Tja, da muss ich wohl mal die Position ein bisschen wechseln. Zurück und ignorieren Sie die Anstifter auf der Straße. Ich könnte natürlich Folgendes machen, das wäre natürlich mega cool. Jetzt kommen wenigstens mal ein paar, oder was? Was? Alles in Ordnung. Ah, okay. Was? Gesellschaftsfeindliches Verhalten wird nicht toleriert. Kehren Sie sofort nach Hause zurück, sonst werden Sie verhaftet. Such weiter, sagt er. Wow, die sind auch hier oben. Alter. Das wäre doch eigentlich eine Position für mich. Wie komme ich denn da hoch? Da hinten, ne? Achtung, ziviler Störung wird tödliche Gewalt entgegengesetzt. Wie ist er da hochgekommen? Achtung, ziviler Störung wird tödliche Gewalt entgegengesetzt. Hinter den Rücken und umdrehen. Ah, guck mal in der Schau. Vandalismus und Unordnung werden nicht toleriert. So. Stifter werden vor Ort verhaftet. Chokuida! Inorau! Jambuda Chabanejo! Mann, was machst du denn? Ich wurde identifiziert. Oh, weil ich die ganze Zeit auf Granaten gehämmert habe, statt auf die Messertaste, verdammt, weil sonst wäre es etwas schneller gegangen. Ja, das erste Mal, dass wir jetzt... Nee, gestorben sind wir schon öfters. Aber jetzt müssen wir vom letzten Checkpoint laden. Das hat man bis jetzt noch nicht. Das ist mal was Neues. So ein Revoluzer hat schon schwer. So. Okay, in den Innenhof ohne Aufmerksamkeit zu erregen und ich bin
Ich bin? Wo bin ich denn? Hey, reagier dich mal ab. Hier oben bin ich. Na, Halleluja. Gut, vorwärts. Okay, wir sehen uns. Ja, klar. Bestimmt. Ordnungswidriges Verhalten wird nicht toleriert. Anstifter werden verhaftet. Drohne? Wo geht's denn dahin? Ach, da komme ich unter der Straße durch, alles klar. Unterlassen Sie sofort das gesellschaftsfeindliche Verhalten und kehren Sie in Ihre Häuser zurück. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Hör zu, Brady. Du musst Sunderland identifizieren, damit du auch den richtigen Mann erwischst. Es dürfen uns keine Fehler unterlaufen. Mit der Kamera deines Handys kann ich es bestätigen. Vergiss nicht, Brady. Du kannst nicht einfach jeden Collaborator töten. Wir müssen den richtigen erwischen. Wenn du das vermasselst, sind wir beide dran. Okay, ich gebe mir Mühe. Mann, komm. Aber das funktioniert nicht mit dem, oder was? Friedenswächter werden jeden verhaften, der beim Beschädigen öffentlichen Eigentums gesehen wird. Sie wurden gewarnt. Ja, was soll ich denn hier fotografieren? Vandalismus und Unordnung werden nicht toleriert. Anstifter werden vor Ort verhaftet. Sage mal. Ich kann jetzt die KVA nicht dran hindern. Achtung Bürger, unterlassen Sie... Ich muss hier alles Mögliche irgendwie... Das ist er, das ist Sunderland. Du musst ihn lautlos ausschalten. Die KVA darf seinen Tod auf keinen Fall mit uns in Verbindung bringen. Friedenswächter werden jeden... Lalalalalala. So, keine Aufmerksamkeit erregt. Sunderland ist also tot. Das ist bedauernswert. Doch ich bin für den Erfolg des Widerstands unverzichtbar. Du hast getan, was du tun musstest, Brady. Nachdem unser kleines Problemchen jetzt aus der Welt ist, können wir uns wieder auf den Goliath konzentrieren. Komm sehr schön. In mein Apartment, dann besprechen wir alles Weitere. Befreie die Gefangenen. Sehr gut, Brady. So werden sich uns noch mehr Leute anschließen. So. Das Apartment, jo. Schön sauber. Rein bitte, danke. So, und jetzt zieht er dann mit einer Waffe auf mich. Pass auf, ich trau dem immer noch nicht. Kommst du ohne Information? Jemand kommt. Ach, scheiße, Brady. Du bist. Tut mir leid. Schaust du scheiße aus. Ich bin froh, dass du kommen konntest. Crawford hier hat ein paar Infos für uns. Nicht wahr, Kumpel? Ja, tu ich. Wir wissen alle, dass es nicht schwer ist, einen Goliath zu finden. Aber wenn er dann noch deaktiviert und leicht zu stehlen sein soll, das ist eine Herausforderung. Ich habe es bei Reparatur und Lagerhallen versucht, doch diese Informationen sind stark eingeschränkt. Aber dann wurde ich in die Logistikabteilung versetzt. Dort kümmern wir uns hauptsächlich um Lieferungen von Material und Ausrüstung in und aus dem Land. Das schließt natürlich auch Lieferungen des Militärs ein. Hey, du bist jetzt ein Postbote. Sehr unterhaltsam. Komm schon, war doch nur ein Scherz. Sprich weiter. Ich habe eine Lieferung mit Goliaths lokalisiert. Hey, nicht übel. Gar nicht mal so übel. In ein paar Tagen wird dein ganzer Konvoi bei der alten Marinewerft ankommen. Schön verpackt und frisch aus der Fabrik. Wir müssen einen Weg in die Werft finden. Es wartet schon darauf, gestohlen zu werden. Dann wirst du wohl wieder meine Unterstützung brauchen.
Die Polizeistation hat alle Arbeiterpläne und mit etwas Hilfe kann ich die Aufzeichnungen der Werft einsehen und zwei Ausweiskopien machen. Brady und du könnten sich als Arbeiter ausgeben und einfach reinspazieren. Dauert zu lange. Cool. Gute Arbeit, Crawford, das meine ich ernst. Brady, du gehst zur Polizeistation und ich sehe mir die Werft mal genauer an. Wir werden da unbewaffnet reingehen, also will ich genau wissen, worauf wir uns einstellen müssen. Viel Glück. Unbewaffnet? Hast du eine Macke? Ich gehe nirgendwo unbewaffnet hin. Was ist denn für ein Buch hier? Unbewaffnet. Puh, Stümper. Wir werden Anweisungen, wenn ich doch noch gebraucht werde. Naja, der macht das wohl zum ersten Mal. Sieh ja. Ja, ich gehe ja schon. Das können wir immer noch nicht machen. Gesperrt, bis Herzen und Gedanken abgeschlossen sind. Herzen und Gedanken sind abgeschlossen. Achso, gepanzerte Autos. Gepanzerte Autos muss ich 5 Stück machen. Und Befreiungen habe ich schon. Okay, gepanzerte Autos muss ich in die Luft jagen. Kriege ich wohl hin. Habe ich genügend Sprengstoff? Ah, es mangelt an Chemikalien, okay. So. Ich höre doch schon so ein gepanzertes... Auch wenn wir die Pläne schnell geortet haben, wird es nicht einfach sein, an sie ranzukommen. Du hast es geschafft! Die Leute sind wirklich aufgebracht! Jetzt musst du nur noch das Zeichen geben. Dann kann die KVA ihr blaues Wunder erleben. Unterschlupf. Nicht tolerieren. Diese Zone und die gepanzertes Auto. Feindschaftsmaßnahmen der Stufe 1. Riskieren Sie weder Inhaftierung noch einen Generationskampf für Ihre Familie. Say cheese! Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Es gab einen schwerwiegenden Vorfall in dieser Zone. Friedenswächter könnten Ihre Hilfe benötigen. Die brauchen sie nicht. Wenn sie jede Hilfe der Welt brauchen, aber meine nicht. Es gab eine schwerwiegende Störung. Bleiben Sie ruhig. Offiziere sind unterwegs. Wie nennt der mich? Scheiße, jetzt ist alles weg, ne? Schade, ich dachte, ich krieg das Zeug noch. So, ich muss mal ganz dringend. Hui. Oh, da ist aber jede Menge, was in die Luft fliegen kann. So, wir warten noch mal ganz kurz. Oh, sieht gut aus. Melden Sie jegliche kriminellen Aktivitäten dem nächsten Friedenswächter. So, warte mal kurz. Ich habe doch ein gepanzertes Auto gemacht. Ach nee, die kommen auf der Karte separat, oder was? Die haben alle Radios, aber hier gepanzerte Autos, die fehlen noch. Hm, wie ist denn das hier? Ach, gucke. Aber da fehlt das doch auch, weil, und da habe ich Herz und Gedanken komplett abgeschlossen. Na gut, pass auf, ich gehe zum Unterschlupf. Vielleicht aktiviere ich ja die anderen Sachen damit. Kann ja sein. Die Feindschaftsmaßnahmen der Stufe 1. Ich hoffe es. Zur Hölle mit dir. Deine Entschuldigung. Oh, ich guck gleich. Sie werden nicht fertig. Unterlassen Sie sofort das Gesetz. Gut gemacht, Brady. So erhalten wir in diesem Bezirk noch mehr Unterstützung. Aha. So, huch. Ich habe eine SMS bekommen. Von Burnett. Zuallererst müssen wir uns um die Bewohner Philadelphias kümmern. Vergiss nicht, Brady. Burnett. Protestieren ist ein Verbrechen. Räumen Sie die Straßen. So, na dann. Ist ein Verbrechen. Räumen Sie die Straßen. Geben wir den Startschuss für die Revolution. Ich bin zu Hause. So, meine Freunde, revolutionieren wir.
100%. Oh ja. Yeah. Wie lange unsere Munition noch hat. Ja, wir haben es geschafft. Zeigen wir den Collaborators, wie es ist, wenn man sich mit dem Feind verbündet. Es ist an der Zeit, die... Cool, Brady, du hast es geschafft. Die Zivilisten wehren sich gegen die KVA und sorgen für Chaos auf den Straßen. Sieht so aus, als ob eine größere Gruppe der Polizeistation ziemlich zugesetzt hätte. Geh dorthin und sieh nach, ob du das zu deinem Vorteil nutzen kannst. Geh zur Polizeistation und hol dir die Pläne. Die KVA hat mit den zivilen Unruhen alle Hände voll zu tun. Das ist deine beste Chance, reinzukommen. Sehr gut. So, aber jetzt verkaufen wir unsere Wertsachen und wir haben 4000 Dollar. Das heißt, Waffen. Ich kann das hier upgraden. Das Präzisionsgewehr könnte ich auch upgraden. Und die Maschinen... Nee, ich glaube... Kampfgewehr... Ich glaube, ich upgrade das hier einfach nochmal. Sehr schön. Was? Ich sollte mich Phasenkord, Plasmagewehr mit 40 Watt Reich... Was? So. Sehr schön. Jetzt müssten alle Ziele frei sein. Richtig. Dann holen wir uns gleich mal dieses Depot hier. Wenn, holen wir uns alles. Ohne Ausnahmen, die KVA soll aus meinem Land raus. Ihr wollt den Widerstand unterstützen? Brady, ich habe das Goliath-Gehirn geknackt. Sauber. Ich konnte seinen Programmcode entschlüsseln und mein eigenes Betriebssystem schreiben. Wenn wir das in einen Goliath stecken, kann ich ihn gänzlich kontrollieren. Ich kann's kaum erwarten. Hoffentlich läuft die Suche nach dem Goliath gut. Heather, Ende. So, oh, wow, wow, da kommt noch einer. Bin unschuldig. Mann, ist das geil. Da ist die ganze Stadt hier auf dem Bein. Okay, was nicht so cool ist, ist, dass er von anderen Leuten Autos anzünden. Scheiß auf die Schulden. Bist du bereit? Bist du bereit? Are you ready? Wo wollt ihr denn alle hin? Bürger, entfernen Sie sich von der Straße. Ich wiederhole. Wie bin ich denn da reingekommen? Brady, in Ashgate gibt es ein riesiges KVA-Hilfsdepot voll mit Essen, Wasser und medizinischen Vorräten. Wenn du einen Weg finden kannst, an all das ranzukommen, könnten wir viel Gutes damit tun. Ah, super. Ja, ich bin ja jetzt auch ein Held hier. Nein, ha! So, unter mir? Nee. Wo denn? Da! Ich glaube, da kann ich mit ihr hier, oder mit ihmchen hier, kann ich hier noch ein bisschen Randale machen. So, da müssen wir natürlich noch das ganze Zeug hier in die Luft jagen. Hier drin, ne? Oh, okay. Hat das gereicht? Ach ne, da drüben gibt's noch was. Hier so. Sehr schön. Vorräte zerstört. Da mault noch einer. So. Nix, das gehört mir. Kannst du tangern, was du willst, Idiot. Gelände überfallen. Strike. Lass uns loslegen. Lass uns verdammt nochmal loslegen. Diese Vorräte haben einer Menge Leute geholfen. Du hast heute etwas Gutes getan. Auch wenn du dir dafür die Hände schmutzig machen musstest. Du weißt, dass ich dich nicht darum gebeten hätte, wenn es nicht einer guten Sache gedient hätte. Danke. Ich verstehe es nicht. Ich töte jeden Tag hier 1000 Leute.
Von wegen Hände schmutzig gemacht. Tja. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Ashgate Drohnenkontrolle. Die ist schon mal wichtig. Na los, kommt schon. Jetzt geht's los. Die holen wir uns jetzt als nächstes. Und dann kriegen wir ganz Philly. Dort oben. Aber warte, da gibt es einen Eingang. Alter, bist du unhöflich. Eine ganze Kugel in den Kopf. Shit gab's. Ah, gucke hier. Da kommen wir nach oben. So sind wir, glaube ich, da auch das letzte Mal reingekommen. Per Zufall aber nur. Also machen wir hier nochmal ein bisschen einen auf Free Climber. Von hier aus hätte ich eigentlich... Shit. Ich wollte gerade sagen, von hier aus habe ich gut Deckung. Aber Arsch. Nix habe ich hier. Ciao, nu. Oh. Bei mir? Oh, ja. Hätte nicht gedacht, dass er so gut schießen kann. Jedes Mal ein neuer oder was ist mit ihm hier? Gibt's ja wohl nicht. Hallo? Wer schießt denn hier? Ich glaube, während des Alarms ist das eine total uncoole Idee. Shit. Alter, geht's da ab. So, ich verstecke mich jetzt einfach mal hier. Bis der Alarm rum ist. Und dann stürmen wir das Ding mal ordentlich. So wie es sich gehört. Oh, was schießen die denn hier auf die Zivilbevölkerung oder was? Habe ich hier natürlich schon einen ganzen Arsch voll Munition rausgehauen, ne? Oh ja. 120 Schuss. Na, vielen Dank auch. So. Aber Freunde, ich würde sagen, diese komplette Stürmerei von dem Gebiet da drüben, von der Drohnenkontrolle, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Ich sage jetzt erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten und immer dran denken, schön aufmuffig bleiben. Bis dann. Macht es gut.